Und nun zum November 1946. Es gab damals die Hochschulwahlen und bei den Versammlungen der Linken, der Kommunisten und der Sozialisten sind zum Teil ehemalige Wehrmachtsoffiziere, die Soldaten waren, eingedrungen und haben unflätigst die Redner beschimpft, darunter Edi Rabowski, ein besonders tragischer Fall, dessen Bruder hingerichtet wurde. Und der wurde als aktiver Antifaschist bedroht und beschimpft. Ich war damals am KZ-Verband bei einer Sitzung mit meinem Vater. Wir haben das gehört, sind sofort mit Lastwagen hierher gefahren und haben den ganzen Tag die Universität belagert und haben einzelne dieser Nazi-Studenten wurden rausgeholt und es ging ihnen nicht immer sehr gut. Das war damals die Situation. Der erste Zwischenfall mit noch Nazis an der Universität.